Bonjour Bissom, ob Schneeleid oder nicht, bis ganze Jahr der Berufsverband Randonnée Verte unser gewöhnliches Erlebnis in der Natur, im Elsass und in der Vogesen. Heute bin ich von zwei Peripherern begleitet für eine poetische und wissenschaftliche Wanderung durch den Howald. Gehen wir? Ja, ja, ja. Wir gehen. Wie geht's los? Da habe ich ganze Märchengeschichten im Rucksack immer mit. Überall ist Lieb. Da zum Beispiel ist Lieb. Das ist ein ganz kleiner Liken. Seine Mama, Lisette, ist eine schöne Alge bleu. Und der Vater, der Kanada, ist ein schöner Pilz gesehen. Und beide sind verloren. Das ist für mich ein richtiger vegetalischer Dinosaur. Wir nehmen die ganze Energie von der Natur, für Geschichten zu erzählen. Ja, im Wind zwischen den Bäumen kommen die Geschichten. Sie kommen im Herz und ich will sie den anderen Leuten erzählen. Vous allez vous disperser dans le milieu et vous allez essayer de ramener ce que vous pouvez trouver, hein, des graines, des cônes, etc. On pourra peut-être même déterminer quel animal a commencé à grignoter ce que vous aurez trouvé. Voilà, oui. Regardez, celle-là, elle a déjà été un peu grignotée par un lentement en compagnol. C'est la faune. C'est la cuche. C'est la cuche. C'est un wunderbar. C'est un wunderbar. Pour vous, ob ça réagit ou ton wildzeug. Er hat immer so kleine Pellele, wie ganz frisch sie gesehen. Sie sind ja ganz von heute Morgen. Man kennt das ja fast lassen. Hein? Jean-Michel Brunetti, vous proposez une approche renouvelée de la nature, ouverte à tous. Voilà, donc on a comme public des publics scolaires, on a des familles, on a des groupes, des associations, des comités d'entreprise. Et dans nos sorties, on essaye de proposer des petites activités ludiques et, qui vont éveiller les cinq sens. C'est une façon pour vous de répondre à l'urgence écologique. En tout cas, c'est inciter les gens, à travers un discours qui peut être scientifique ou politique, voir la nature différemment et, encore une fois, avoir envie d'en prendre soin. Bonjour, maman. Wir können hier im Wald vielfältige Erfahrungen erleben, gell? Ja. Entre terre et ciel, fièrement dressé, l'arbre majestueux doit à ses racines équilibre, force et vitalité. À son tronc droit et solide, une voie royale vers la lumière. Une Geschichte halte. Kommen wir auch die Stille her von der Natur. Was wir hier erlebt haben, ist eine intime, aber auch eine kollektive Erfahrung. Denn es ist so wie eine Begegnung mit sich selbst, aber auch mit anderen Leuten, wie du mitmachst. Wenn man so miteinander spazieren kann, macht man süß, macht man Leute, man wird mal anders. Wenn man allein ist, ist es noch einmal eine andere Dimension. Das ist der Goethe. Ihr kennt alle den Goethe. Und einmal da hat er gesagt, wage nur, glücklich zu sein. In Französisch, ose simplement être heureux. Und da sind wir glücklich. Also der Mensch braucht den Kontakt mit der Natur, aber auch mit den anderen Leuten. Das zeigt Thomas Knöpfler auch in seinen Büchern. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Bis bald. Ich bin Thomas Knöpfler und ich hoffe, beim Deutschen in Zinswiller.
Ich bin Pisteleur et Meier. Wo bist du daheim? Ich wohne in Ingwiller. Und wo ist Elsassisch gelehrt? Großmutter ist Deutsch gewesen und wir haben keine andere Wahl gehabt, wie Elsassisch zu reden mit dir. Und bist du froh, dass du es kannst? Ja, es ist auch schnitzelig. Auf der Arbeit, mit den Leuten und auch mit den Klienten manchmal. Bist du frech oder frech? Mehr frech. Wo nimmst du uns mit in Ferien? Lebe ich im Kaisberg. Was sind deine Hobbys? Schreiben. Ich schreibe Bücher und springen oder Sport machen. Was schreibst du für Bücher? Ein bisschen von allem. Thriller oder Science-Fiction. Das letzte, Le Graal, c'était moi, redet vom Planet selbst. Der Planet redet auf sich, sur les Sentiments qu'elle développe. Und voilà, sur le ressenti, wie ça hat für den Menschen und das und selbst. Was ist deine größte Qualität und deine schlimmste Fehler? Ich bin auch rancunier und ich bin nicht eingebildet. Was ist Glück für dich? Gesund sein. Auch Frauen, wie mich auch gehört, wie ich auch gehört. Und immer lachen, das ist wichtig.